Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen, vielen herzlichen Dank für die sehr freundliche Einführung. Ich habe mir erlaubt, da hinter dem Vortrag noch eine kleine Klammer zu machen, nämlich das Wort werden noch zu ergänzen. Ein Teil der Änderungen sind schon eingetreten, über die ich reden möchte. Ein Teil der Änderungen werden sich, so meine Hypothese, möglicherweise noch ergeben. Olaf hatte mich gebeten, dass ich am Anfang noch mal ganz kurz sage, was ich so mache. Du hast es jetzt schon teilweise vorweggenommen, aber meine gespaltene Persönlichkeit besteht also aus mindestens 4 Facetten. Zum einen natürlich als Lehrer, als Hochschullehrer, der Literatur rezipiert und versucht zu vermitteln an Studierende. Zum einen durch insbesondere die Rolle in der Monopolkommission, aber auch sonst als jemand, der im Bereich des Wissenstransfers, so würde ich mal sagen, also im Bereich der wirtschaftspolitischen Beratung, auch unterwegs ist. Und die Monopolkommission ist ja ein im Wesentlichen akademisches Beratungsgremium, also sehr wissenschaftsgestützt, versucht, Analysen zu machen und in die Politik einzuspeisen. Auch als Herausgeber von diversen Zeitschriften, die sehr unterschiedlich sind, die teilweise sehr originär wissenschaftlich sind, zum Teil aber auch einen Wissenschaftstransfercharakter haben, wie das List-Forum oder Wirtschaft und Wettbewerb, die sich eher an Experten in der Kartellrechtsanwendung, also viele Rechtsanwaltskanzleien, auch richtet, also einen anderen Fokus hat als eine richtig wissenschaftliche Zeitschrift, die sich nur an Wissenschaftler richtet und natürlich als Forscher, in dem man Rezipient und Autor gleichermaßen ist. Ich bin Ökonom von Haus aus, dann liegt es irgendwo nahe, dass man sich im Bereich der Ökonomie auch am besten auskennt. Deswegen will ich ein bisschen berichten, wie sich das im Bereich der Ökonomie speziell darstellt, die Publikationskultur, und die unterscheidet sich sicherlich von einigen anderen Fächern und ist ähnlicher wiederum zu anderen Fächern. Also unsere Publikationskultur ist in der Ökonomie, und Ökonomie, damit meine ich jetzt hier speziell den Bereich VWL, sehr ähnlich zu dem Bereich der Physik in gewisser Weise, dass eben sehr viel in Open Repositories, also auch vor der eigentlichen Publikation in Fachzeitschriften, schon grau publiziert wird, so wie wir das nennen, im Grunde abgelegt wird auf ganz verschiedenen Servern in der Welt und typischerweise dort auch erhalten bleibt, selbst wenn das später in einer Fachzeitschrift einmal publiziert worden ist. Ich habe noch mal mit den Spaß gemacht, gestern nachzusehen. Also eins der für uns wichtig oder zwei der für uns wichtigsten Repositorien sind das Social Science Research Network, was es schon seit 20 Jahren gibt, und auch das Repository for Papers in Economics, was es seit noch nicht ganz 20 Jahren, aber mit Vorläufern seit fast 20 Jahren gibt. Und in diesem Ranking der Repositories sind die beide nach Verbreitung und Nutzung unter den Top 5 der Repositories genutzt. Man sieht also, die Ökonomen nutzen das sehr aktiv. Von daher kann man sagen, innerhalb des Bereichs der VWL, der Ökonomie, hat sich so etwas wie eine gewisse Open-Access-Kultur schon lange durchgesetzt. Meine eigene Sozialisation als Forscher war bereits so, also ich habe 1993 angefangen zu promovieren, dass es diese Repositories schon gab und es eine gewisse Selbstverständlichkeit war, dass man dort Papiere herunterladen konnte und auch eingespeist hat, wenn man dann etwas erstellt hat. Wenn man genau guckt, gibt es sogar nicht wenige Ökonomen, die faktisch Offprints ihrer Aufsätze auf ihren Webseiten liegen haben. Mir scheint das so zu sein, meine anekdotische Evidenz oder meine eigene Erfahrung, je prominenter die Ökonomen sind, je hoch angesehener sind, desto verbreiteter ist es, dass vermutlich unter Vernachlässigung von Copyright, so mein Verdacht, das dennoch abgelegt wird auf den Webseiten und mir scheint es auch von den Verlagen toleriert wird, denn wer will schon auf diese hochkarätigen Autoren verzichten müssen in letzter Konsequenz. Also scheint es mir zu sein, faktisch, wenn ich von sehr prominenten Autoren was suche, kann ich das ganz häufig auf deren Webseiten finden, auch wenn das wahrscheinlich eine Art Grauzone ist, in denen das toleriert wird und nicht vorhanden ist. Das ist für mich aber als Rezipient eine sehr angenehme Situation, muss ich natürlich sagen. Es gibt auch Open Access Journale, wie hier ja auch von der ZBW mit unterstützt, vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel geleitet von Dennis Snower als federführendem Herausgeber, das Economics E-Journal, was allerdings, so muss man ehrlich sagen, wie auch andere Open Access Journale im Bereich der Ökonomie noch eine untergeordnete Rolle spielen. Hier haben wir sicherlich ein gewisses Problem, da beißt sich die Katze in den Schwanz, könnte man sagen, weil es ja in der Ökonomie, in der VWL schon so viel Open Access im Grunde genommen gibt, ist der Bedarf für ein Open Access Journal vielleicht nicht ganz so stark wie in anderen Bereichen, sagen wir der Soziologie, wo es weit weniger verbreitet ist,
Open Access tatsächlich zu publizieren. Wie, das ist also Repec und das ist nochmal das E-Journal, wie entwickelt sich dieser Markt nun speziell? Das ist etwas, was uns, was mich schon lange interessiert, sicherlich auch vor meinem Hintergrund, aber auch, weil in der Monopolkommission wir uns mit Monopolen und Marktmacht sehr stark auseinanderzusetzen. Wir haben ja einen sehr interessanten Markt aus wissenschaftlicher Perspektive. Warum? Wenn ich mir jetzt nur den Markt für Ökonomiezeitschriften angucke, ist das ein boomender Markt in dem Sinne, dass wir sehen, es gibt unheimlich viel Markteintritt auf diesem Markt. Wir hatten 1960 noch etwa 30 internationale englischsprachige Fachzeitschriften und haben dann schon 20 Jahre später die Zahl vervierfacht gehabt, 120. 1998 hatte sich das nochmal mehr als verdoppelt, also wieder fast 20 Jahre später. Und mittlerweile sind im Econlit, so dem gängigen Verzeichnis von ökonomischen Fachzeitschriften, die gewisse Mindeststandards erfüllen, über 1500 Zeitschriften. Das heißt, wir sehen einen unheimlichen Markteintritt auf diesem Markt. Die Anzahl hat sich ver50-facht der Journale, die wir haben. Also ein Wahnsinnswachstum auf diesem Markt. Und dann würde man doch vermuten, dass es ein sehr wettbewerbsintensiver Markt ist, der es teilweise auch ist. Gleichzeitig sehen wir aber auch, das ist keine ganz neue Entwicklung, sondern eine Entwicklung, die auch schon seit sehr langer Zeit immer wieder angemahnt wird von verschiedenen, in der Politik, von der Wissenschaft, von Ökonomen. Doch nicht unerhebliche Preissteigerungen bei wissenschaftlichen Fachzeitschriften, insbesondere bei den kommerziellen Verlagen, weniger bei den nicht kommerziellen von Gesellschaften, wissenschaftlichen Gesellschaften getragenen Verlagen, sodass man sich fragt, in gewisser Weise, wie passt denn das zusammen? Ein Markt, auf dem Markteintritt, also eigentlich man denken würde, die irgendwo doch die Profite hinweg konkurriert werden müssen durch zahlreiche neue Anbieter. Dennoch sieht man, dass erhebliche Preissteigerungsspielräume verfügbar sind. Und wir sehen zum Teil natürlich, ja, das hat vielleicht auch mit Konzentrationsprozessen zu tun. Wir haben zwar viele Zeitschriften, aber gleichzeitig erhebliche Konzentrationsprozesse im Markt. Da kann ich sagen, im Bereich der Ökonomie sehen wir das durch Zusammenschlüsse wie von Springer und Kluver oder Wiley und Blackwell oder auch das Aufkaufen von vielen kleinen Journals durch Elsevier. Haben wir zwar viel mehr Zeitschriften im Markt, aber nicht unbedingt viel mehr Anbieter im Markt, sondern eine hohe Konzentration. Und dazu kommt natürlich eine neue Preispolitik seit einigen Jahren oder auch schon seit längerer Zeit über Bündel, die Subskription zu einzelnen Zeitschriften weit weniger zur Frage machen als eher die Subskription von gesamten Bündeln, die das unterstützt. Wieso gelingt es nichtsdestotrotz, wenn man sich anguckt, welche Zeitschriften werden denn erheblich durch Preissteigerungen betroffen, so sind es häufig die sogenannten Top-Journale, also die, die wirklich einzigartig im Lebensmitteleinzelhandel, würden wir sagen, die Must-Stock-Produkte oder die Must-Carry-Produkte, also die eine Bibliothek unmöglich für verzichtbar erklären kann. Warum werden dort insbesondere die Preise, warum sind die Preissetzungsspielräume hier besonders hoch, warum werden die so stark häufig angehoben? Und da ist es dann wichtig, doch nochmal sich anzugucken, wie genau denn dieser besondere Markt für wissenschaftliche Fachzeitschriften funktioniert, der anders als auch viele andere Medienmärkte tatsächlich funktioniert. Warum? Was Medienmärkten gemein ist, ist, dass es eine Intermediationsfunktion hat. Es gibt Autoren, es gibt Leser oder Rezipienten allgemeiner gesprochen. Die Autoren wollen die Rezipienten etwas mitteilen. Das ist im wissenschaftlichen Betrieb nicht anders. Etwas anders ist es vielleicht, dass die Autoren typischerweise nicht von den Zeitschriften bezahlt werden in den allermeisten Bereichen, sondern aus anderen Mitteln, sei es öffentliche Mittel oder in den USA auch von privaten Universitäten bezahlt werden und im Grunde daraus ihr Einkommen beziehen und publizieren, weil das ihr Renommee im Wesentlichen mehrt und weil das auch ein gewisses Sendungsbewusstsein durchaus gibt. Man möchte gerne, dass was man herausgefunden hat, von vielen Leuten auch der Welt rezipiert wird, weil man glaubt, dass man irgendwas Interessantes zu erzählen hätte. Das heißt also, die Autoren haben einen starken Antrieb, traditionell in möglichst hochrangige Journale zu gehen. In jeder, fast jeder Disziplin gibt es in unterschiedlichem Ausmaß doch Kategorisierungen von A, B, C oder auch D und E und F Journals, die irgendwie gerankt werden. Auch wenn man sich dagegen sträuben mag, gibt es doch sowas häufig wie ein Common Sense, was eine sehr angesehene Zeitschrift ist und was eine weniger angesehene Zeitschrift in einer Disziplin ist. Und das natürliche Bestreben vieler Wissenschaftler ist dann doch in die sehr angesehenen Zeitschriften hereinzudrängen. In der Entscheidung, wie viel diese Zeitschrift ultimativ den Leser kostet,
ist mir das nicht besonders wichtig. Typischerweise, wenn diese Zeitschrift sehr angesehen ist und mein Renommee dadurch gemehrt wird, alleine, dass ich dort publiziert habe, in diesem speziellen Outlet. Also wenn ich als Ökonom sagen kann, ich habe in der American Economic Review publiziert, dann mehrt das mein Renommee. Oder wenn ich als Wissenschaftler sagen kann, ich habe in Nature oder Science publiziert, dann wird das mein Renommee mehren, relativ unabhängig von der Preispolitik dieser speziellen Zeitschriften. Das heißt also, wichtig ist, dass ich in diese Zeitschriften hereinkomme. Das treibt viele Wissenschaftler an. Und häufig ist das natürlich stark korreliert mit der Verbreitung dieser Zeitschriften, dass das auch Zeitschriften sind, die sehr auflagenstark sind, die dann wieder viel rezipiert werden. Und hier haben wir in gewisser Weise ein Henne-und-Ei-Problem. Die Zeitschriften, die viele sehr gute Autoren streben, also die besten oder die interessantesten Forschungsergebnisse, die werden auch am stärksten rezipiert, weil ich ja schon weiß, dass die wichtigsten Forschungsergebnisse für mich als Ökonom vermutlich in der American Economic Review stehen werden. Also werde ich die sehr regelmäßig lesen, was wiederum heißt, dass die Autoren immer sehr regelmäßig in diese Zeitschriften ihre besten Beiträge einreichen wollen, weil sie wissen, dass das die höchste Aufmerksamkeit generiert unter allen Lesern. Das wiederum macht es natürlich extrem schwer für eine neue Zeitschrift, die ganz am Anfang steht, interessante Autoren zu attrahieren. Wenn ich jetzt eine neue Zeitschrift gründe und versuche, interessante Autoren zu attrahieren, dann kann ich das versuchen. Ja, mit dem List-Forum stehe ich gerade in gewisser Weise vor dieser Aufgabe, zu sagen, ich habe viele Bekannte und bitte die, mir noch einen guten Artikel zu überlassen, den ich dann in dieser Zeitschrift möglichst abdrucken kann, um sowas wie einen Start für diese Zeitschrift zu initiieren. Das ist begrenzt möglich, aber eben auch nur in Grenzen. Wenn die Zeitschrift dann nicht den Durchbruch erreicht, dann wird es sehr schwer, weiter gute Artikel zu attrahieren, die dann wiederum zitiert werden, ultimativ. Die Bündelproblematik, die Bündelpolitik der großen Verlage verschärft das noch in gewisser Weise, denn dort ist es zwar für neue Zeitschriften der großen Verlage relativ einfach, auch in die Bibliotheken zu kommen, aber für die Zeitschriften kleiner Verlage ist es sehr schwierig, dann wieder neu in Bibliotheken hineinzustoßen, auch rezipiert und gelesen zu werden, sodass wir sehen, das ist, hier haben wir diese Henne-und-Ei-Problematik, gute Autoren attrahieren Leser, ja, und nur wenn ich Leser habe, kommen die guten Autoren wiederum zu mir, das sehr schwierig ist, diesen Kreislauf zu durchbrechen, sodass es sehr eine, es gibt verschiedene Untersuchungen in Scientometrics und ähnlichen Magazinen, die in der Ökonomie die Top 5 Journale oder auch die Top 20 Journale über Jahre oder Jahrzehnte sehr, sehr stabil sind, was diese Journale sind. Und da sie einzigartig sind, eben auch sehr schwer austauschbar sind aus Sicht der Bibliotheken. Warum ist das so? Ja, ich kann die Inhalte der American Economic Review schlecht substituieren durch Inhalt einer der zweitbesten Zeitung. Sage, dann lese ich halt zum Problematik der Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte in den USA einen ganz anderen Artikel. Denn typischerweise will ich ja genau den einen Artikel lesen, von dem ich glaube, dass er besonders interessant ist und nicht irgendeinen anderen Artikel, sodass man sagen kann, eigentlich hat hier jeder Artikel so eine Art kleine Monopolstellung und meistens interessiert mich ja genau ein Artikel und nicht ein ähnlicher Artikel, der eine etwas andere Problematik beinhaltet. Diese Monopolproblematik ist ganz schwer aufzulösen. Aber wir haben jetzt eine Situation, die, Herr Tochtermann hat es ja schon gesagt, wir wollen auch Hoffnung verbreiten, ein etwas hoffnungsfroher stimmen kann. Warum? Es gibt eine interessante Untersuchung von Glenn Allison, einem amerikanischen Ökonomen vom MIT, der die interessante Frage gestellt hat, ist Peer Review in Decline, vor 2 Jahren im Economic Inquiry veröffentlicht und hat die interessante Beobachtung gemacht, dass die Autoren, die von amerikanischen Top-Universitäten kommen, und er hat die Top 5 im Bereich der Ökonomie untersucht, also Harvard, Yale, Princeton, Chicago und ich weiß nicht mehr, was die 5. war, hat geguckt, wie hat sich deren Publikationsverhalten im Laufe der Zeit verändert. Und er hat festgestellt, dass insbesondere für Harvard war der Effekt besonders stark, immer weniger in peer-reviewten Journals publiziert wird. Er hat sich gefragt, wie kommt das? Werden die Leute in Harvard schlechter? Er hat gesagt, nein, das ist sehr unwahrscheinlich, dass Harvard jetzt systematisch schlechtere Ökonomen anzieht. Er hat gesagt, das hat sehr viel zu tun mit der veränderten Rolle von Zeitschriften im Bereich der Ökonomie. Warum? Er sagt, traditionell musste jeder in die American Economic Review, weil die Informationsvermittlungsfunktion der Journale ganz wichtig sind. Die wurden dann über Zehntausende in die ganze Welt verschifft und ich weiß noch selber, als ich so angefangen habe zu promovieren, da hat man dann mit Begeisterung, wenn das Heft ankam, das aufgeschlagen, geguckt, was steht alles drin. Ja, mittlerweile nehme ich das
noch so nebenbei zur Kenntnis, was drin steht, aber typischerweise alles, was mich interessiert, kenne ich längst, weil das längst in Repositorien vorher veröffentlicht worden ist. Ich sehe dann noch, aha, das ist jetzt in der American Economic Review abgedruckt oder in einem anderen Journal abgedruckt, aber den Inhalt, den brauche ich gar nicht mehr nachzulesen, das habe ich längst vorher typischerweise in einem Arbeitspapier schon gelesen, was ein oder zwei Jahre häufig vorher schon publiziert worden ist. Das heißt, er sagt, aus Sicht der Autoren ist es gar nicht mehr so wichtig, in die American Economic Review zu kommen, wenn ich ohnehin schon in Harvard bin. Ja, denn wenn ich in Harvard bin, da weiß jeder, ich muss nicht allzu doof sein, ja, sondern bin wahrscheinlich ganz intelligent und habe ab und zu ganz gute Ideen und was Interessantes zu erzählen. Es reicht also, wenn auf meinem Arbeitspapier draufsteht, Harvard Working Paper, ja, um die Aufmerksamkeit der Community zu erreichen. Er sagt, noch stärker ist es bei Ökonomen wie Paul Krugman oder Gregory Mankiw, also den Shootingstars der ökonomischen Szene. Es reicht eigentlich, wenn die irgendwo was hinschreiben. Das kann auch in ihrem Blog sein, ja, oder in einem Arbeitspapier. Jeder sagt, das ist ein Beitrag von Paul Krugman, das ist ein Beitrag von Gregory Mankiw. Warum soll Gregory Mankiw sich doch der Mühe eines umständlichen Peer-Review-Prozesses unterziehen mit nörgeligen Gutachtern, die ihm möglicherweise noch nicht mal helfen, das Papier zu verbessern, sondern ihn nur zwingen, Dinge zu tun, von denen er gar nicht so richtig überzeugt ist, sodass er letztendlich, so die Argumentation von Ellison, diese Top-Ökonomen drauf verzichten. Die sagen, jeder kennt mich mittlerweile. Das kann ich jetzt in einem Sammelband oder auch einfach als Working Paper liegen lassen. Es wird rezipiert. Es gibt Working Paper von Greg Mankiw, die haben tausende von Zitationen mittlerweile. Was hat er noch davon, das in einer Fachzeitschrift zu publizieren? Einen größeren Bekanntheitsgrad werden diese Inhalte kaum noch erreichen. Und diesen Quality Stamp, den benötigt er tatsächlich nicht mehr. Das heißt, hier hat sich also die Rolle sehr gewandelt der Zeitschriften. Es ist gar nicht mehr so die Informationsvermittlung für zumindest Teile, besonders die, die sehr interessante Dinge schreiben, sondern eher die Signalfunktion, aha, das ist jetzt qualitativ geprüft durch einen Gutachterprozess und in der besten Zeitschrift veröffentlicht. Das ist natürlich unterschiedlich wichtig. Ich habe hier aufgeschrieben einmal Harvard versus Iowa State, ohne hoffentlich keinem zu nahe trete. Ich habe etwas genommen, was weit genug weg ist. Ja, natürlich. Die Reputation, denke ich, über alle Disziplinen vermutlich ist sehr unterschiedlich von Harvard und Iowa State. Und wenn ich in Iowa State als Ökonom bin, dann muss ich möglicherweise doch in die American Economic Review, damit die Leute sehen, das ist jetzt sehr interessant und gut, weil ich nicht automatisch mir die Working Paper-Reihe von Iowa State regelmäßig ansehen würde. Das heißt also, hier gibt es immer noch die Informationsvermittlungsfunktion für Inhalte, aber sie ist geschwächt im Vergleich zu früher. Jetzt kann man sich fragen, warum haben wir denn immer noch diesen Fokus eigentlich auf die ABC-Journale? Man kann sagen, na gut, da muss man sich angucken, was ist die Rolle von Wissenschaftlern, da muss man vielleicht auch nochmal genau unterscheiden, junge versus alte Wissenschaftler. Und auch begreifen, dass Wissenschaft doch sich nicht immer ganz so schnell bewegt, wie man manchmal glauben mag. In der Vergangenheit, so würde ich als Ökonom sagen, gab es ABC-Journale, weil man gedacht hat, wenn ich einen Beitrag jetzt noch nicht kenne, ja, dann will ich eine Erwartung bilden darüber, wie wichtig ist der Beitrag, lohnt sich das, da genauer reinzusehen? Und dann, weil ich nicht weiß, das ist in einem A-Journal erschienen, dann habe ich eine Erwartung, dass das wahrscheinlich wichtiger ist, als wenn das in dem C-Journal erschienen ist tatsächlich. Und wenn ich jemanden sozusagen rekrutieren möchte und sage, der hat den ABC-Journals publiziert, dann konnte ich in der Vergangenheit, ohne dass ich händisch auszählen musste, wie häufig ist der zitiert worden, also wie relevant ist das eigentlich, was der macht, konnte ich das in gewisser Weise approximieren und sagen, wer viel in A-Journals schreibt, von dem erwarte ich, dass das viel zitiert wird, ohne dass ich es genau gewusst habe, im Grunde genommen. Wir wussten aber auch oder wissen schon lange, dass die Verteilung der Zitate extrem schief ist. Und das gilt für alle Journals im Grunde nur auf unterschiedlich hohem Niveau. Ja, es gibt, ich würde sagen, also als Wettbewerbsökonom würde ich sagen, da gibt es einen extrem hohen Konzentrationsindex in dem Sinne, dass es eine hohe Konzentration von vielen Zitaten auf wenige Artikel typischerweise gibt. Also in Marktanteilen könnte man sagen, der Marktanteil von wenigen Artikeln ist sehr hoch. Und wenige Artikel und viele Artikel werden sehr wenig zitiert. Wir haben da einen Longtail, so wie wir das aus dem ganzen Internet Bereich eigentlich kennen. Das Schöne ist, jetzt gibt es aber Fortschritt technischen. Der technische Fortschritt erlaubt uns mittlerweile, also durch Datenbanken wie Scopus oder auch andere oder Google Scholar, vielleicht nicht ganz so perfektioniert, aber auch viel genauer zu eruieren, wie viel wird denn von dem einzelnen Wissenschaftler genau zitiert. Ja, ich muss also nicht mehr eigentlich das approximieren
über die Zitation von Fachzeitschriften, ABC-Klassifikationen, sondern kann einfach heute, also wenn wir jetzt Berufungsverfahren haben, das ist, wenn das keine Junior-Positionen sind, sondern fortgeschrittenere Wissenschaftler, kann ich relativ einfach feststellen, wie häufig wird zitiert, was dieser Mensch geschrieben hat. Ja, ich muss dann gar nicht mehr ABC auswählen, wenn ich dann feststelle, der hat was, das ist nur in einem B- oder C-Journal erschienen, aber wird doch sehr, sehr häufig zitiert, ja, dann vermute ich, dass das doch eine hohe Relevanz hat und den das für relevanter halte, als wenn daneben einer sitzt, der im A-Journal etwas publiziert hat, was nie zitiert worden ist. Das heißt also, diesen Umweg über ABC muss ich eigentlich heute nicht mehr notwendigerweise gehen. Ich kann direkt auf die Zitate springen. Das gilt natürlich nur für erfahrene Wissenschaftler, für junge Wissenschaftler, ja, von denen aus der Natur der Sache heraus noch nicht so viele Zitate erfolgt sein kann, ist es immer noch hilfreich, über eine Kategorisierung von Journals zu gehen. Bei erfahrenen Wissenschaftlern wird das eigentlich immer weniger wichtig, das zu tun. Und bei uns ist es so, im Rektorat, also ich hatte jetzt durch den Aufbau des Instituts wirklich sehr, sehr viele Berufungsverfahren in letzter Zeit und das Rektorat ist ein bisschen naturwissenschaftlicher geprägt. Ich musste immer den H-Index auch mitliefern, im Prinzip dieser Wissenschaftler. Ja, das ist verständlich, irgendwie ein vergleichbares Maß und die sagen, was soll, Sie erzählen mir hier irgendwas von irgendwelchen Journals, wir sind keine Ökonomen, ich verstehe das nicht. Ja, Sie sagen, das ist gut, das ist schlecht, sagen Sie mir den H-Index, wie häufig ist das zitiert, das verstehe ich. Ja, und das macht das irgendwie vergleichbar und von daher ist meine Vermutung, das wird in diese Richtung stärker gehen und stärker auf die Zitate gucken. Und das wiederum ist natürlich eine Chance für Open Access in gewisser Weise, wenn man glaubt, ja, dass Open Access dazu beitragen kann, Zitate zu erhöhen. Also sag mal, meine persönliche Publikationsstrategie hat sich in dem Sinne verändert, dass ich sage, ich gucke nur noch, wenn ich meine Aufsätze wegschicke, wo glaube ich, dass ich die Zielgruppe möglichst gut treffe, ja, dass es die möglichst genau interessiert und dass das dann tatsächlich rezipiert wird in der relevanten Community. In der Vergangenheit war es unter anderem anders, da hat man gesagt, na, ich schicke es ans Cambridge Journal of Economics, das liest zwar in Deutschland keiner, aber das hat ein hohes Ranking. Ja, das ist, von dieser Strategie kann man jetzt abweichen und sagen, ich gucke nur noch, wo zitiert wird und wenn ich was über die deutsche Arbeitsmarktpolitik schreibe, dann sollte ich das irgendwie im deutschen Journal am besten publizieren, weil da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es rezipiert und tatsächlich zitiert wird am Ende. Und das ist für Open Access eine Chance, aber ich fand das sehr interessant, was Frau Beger gesagt hat, nur 5-10% der Wissenschaftler wollen Open Access publizieren. Wir haben schon kurz darüber geredet, das ist natürlich immer eine Frage, wie die Frage gestellt wird. Wenn ich sagen würde, wollen Sie heute beim gegebenen Status quo in den verfügbaren Open Access Journals publizieren, würde ich sagen, ja, da bin ich dann auch eher skeptisch, ja. Weil würde ich sagen, dass ich habe das Ganze ja schon verfügbar. Wir haben in der Ökonomie die ganzen Working Paper rein. Ein Open Access Journal ist eigentlich gar nicht mehr so attraktiv. Wenn ich überhaupt das in Journals jetzt noch ablade, will ich den Qualitätsstempel haben, dann gucke ich nur noch darauf, ob das sozusagen als Qualität angesehen wird. Und da gucke ich dann letztendlich nur noch auf die erwartete, sozusagen auf die Passgenauigkeit und nicht, ob das Open Access ist. Marginal sozusagen, ceteris paribus würde ich sagen, Open Access ist dann immer noch besser als nicht Open Access, aber es ist ein sehr untergeordnetes Kriterium. Problem ist auch, ich kann natürlich sagen, immer steht man auch vor der Frage, mache ich jetzt Open Choice bei Springer, Elsevier und Ähnlichem, ja, bezahle dann meine, je nachdem, 2000 Euro oder sowas sind es in der Ökonomie, die man typischerweise dann zu zahlen hat, dann ist das Problem, vor dem man sich stellt, wenn ich jetzt in einem meiner Journals, die ich sehr gut finde, Open Access publiziere, dort aber etwa 98% oder 95% aller Artikel nicht Open Access sind, habe ich immer die Angst, dass das untergeht. Ja, niemand, wenn ich schreibe, ich habe jetzt einen Artikel veröffentlicht im Journal of Media Economics zum Beispiel, weiß jeder eigentlich, das ist kein Open Access Journal und fast niemand wird hier auf die Idee kommen, doch mal auf die Webseite zu gucken, ob dieser eine Artikel einer von den ganz, ganz wenigen ist, die dort gerade zufällig Open Access sind. Ja, das heißt also, da fehlt die kritische Masse, der Leser hat gar nicht die Erwartung, dass etwas im Journal of Media Economics überhaupt Open Access sein könnte. Ja, also wird er das auch gar nicht in Betracht ziehen und dort nicht suchen. Dafür, wenn wir jetzt sagen würden, naja, die Chancen sind jetzt 50-50. Die Hälfte der Leute macht Open Access, die andere Hälfte nicht. Dann würde ich auch viel häufiger gucken, ob dieser Artikel vielleicht gerade Open Access ist. Und wenn ich wüsste, ja, viele Leser gucken, ob das Open Access ist, hätte ich auch wieder mehr Anreize, da was als Open Access zu publizieren tatsächlich. Also ich habe den Eindruck, wie so häufig bei Innovationen, man kennt das ja, die haben so einen S-förmigen Verlauf. Ja, wir sind da ganz unten im S. Ja, die kritische Masse ist einfach noch nicht erreicht, wo die Leute eine Erwartungshaltung aufgebaut haben, dass etwas Open Access sein könnte und das wiederum hindert sie daran, es auch selber sozusagen Geld möglicherweise in die Hand zu nehmen, um das auch Open Access zu stellen.
Und da gibt es, wie so häufig bei Innovationen oder neuen Entwicklungen, eine Hürde zu überspringen, ab wann dann der Bandwagon sich hoffentlich in Fahrt setzt. Was kann man machen? Die Marktmacht, das beschäftigt uns in der Monopolkommission. Ja, man könnte sagen, naja, im Grunde genommen, wenn man jetzt ganz nüchtern das betrachtet, kann man sagen, eigentlich in der Ökonomie können wir eigentlich fast alles abbestellen. Ja. Warum? Na, wir haben ja fast alles als Working Paper. Ja, ich muss ja nur noch wissen, wo das hinterher zitiert ist. Und dann muss ich das gegebenenfalls mal nachgucken. Es reicht, wenn die ZBW alles hat. Ja, dann kann ich mir das nochmal kommen lassen und gucken, auf welcher Seite ich das jetzt genau zitieren muss. Aber den Inhalt kenne ich ohnehin. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir ja die Bündel haben. Ja, und nicht notwendigerweise ich dann doch alle Artikel schon kenne. Und es geht auch immer mal was unter. Von da habe ich immer noch ein Interesse, doch tatsächlich auch die Zeitschriften durchzugehen. Und ich abonniere auch immer noch selber Zeitschriften. Also von daher würde ich jetzt nicht raten, alles abzubestellen, weil dann doch sozusagen momentan der Schwund noch zu groß ist, was man sieht. Aber eine gewisse Reaktion kann man durchaus zeigen, weil man weiß, ganz, ganz viel gibt es im Graubereich Open Access. Eine andere Gegenreaktion, und da sind die wissenschaftlichen Vereinigungen gefragt, und das hat, selbstkritisch muss man sagen, die Ökonomen haben das im Gegensatz zu den Naturwissenschaftlern ganz lange verschlafen, keine eigenen Zeitschriften gegründet. Ja, die American Economic Association, die weltweit größte Vereinigung von Ökonomen, hatte bis zum Jahr 2009 exakt 3 Zeitschriften, die sie also als Non-Profit-Organisation herausgegeben hat. Die Ingenieure hatten über 100, das American Institute of Physics oder die American Chemical Society haben viel, viel mehr, haben viel früher gemerkt, dass man auch spezialisierte Journals herausgeben muss. Ja, das ist leider verschlafen worden, aber jetzt langsam hört die American Economic Association auf, ja, hat jetzt 2009 4 weitere Journals gestartet. Und diese wissenschaftlichen Vereinigungen haben den großen Vorteil, dass sie sofort eine Reputation, sozusagen wie ein Regenschirm oder ein Rettungsschirm, über ihre Journals legen können. Und die sind auch sehr erfolgreich. Man sieht diese 4 neuen Journals der American Economic Association, die sind sofort sehr erfolgreich, weil jeder weiß, okay, das sind die Journals unserer hauptwissenschaftlichen Vereinigung auf der Welt. Die werden erfolgreich sein, die wird jeder sich angucken. Die haben kein Problem, gute Artikel zu attrahieren. Ja, wenn ich jetzt persönlich das machen würde, würde ich sagen, Justus Haukapp, wer ist das denn? Also dem schicken wir jetzt keine Artikel. Ja, aber wenn das eine Society macht, dann klappt das. Die Deutschen haben das auch versucht, die German Economic Association mit der German Economic Review, viel schwieriger. Da muss man sagen, wir sind viel zu klein auf der Welt letztendlich. Wenn die German Economic Association, der Verein für Sozialpolitik, das macht, das attrahiert nicht genug gute Artikel, weil jeder eigentlich auf die American Economic Association guckt. Die European Economic Society könnte es möglicherweise noch schaffen. Ansonsten ist das schwer. Es gibt 2001 gab es schon von einem amerikanischen Kollegen Ted Bergstrom einen Boykott, der hieß Free Labor for Costly Journals. Er hat gesagt, wir als Wissenschaftler schreiben dauernd kostenlose Gutachten, entgeltfreie Gutachten, Kosten haben die genug, ja, aber ohne Bezahlung, Gutachten, ja, an Journals, die sehr teuer verkauft werden. Warum machen wir das überhaupt? Ja, man macht das so, weil das irgendwie dazugehört. Ja, das gehört sich nun mal so, dass man auch Gutachten für Zeitschriften schreibt. Aber weiß, da wird woanders sehr viel Geld mit verdient, hat einen Boykottaufruf gestartet. Aber das ist sehr schwierig, das durchzusetzen, weil jeder, insbesondere junge Wissenschaftler, sagen, ich muss das machen, ich muss ins Netzwerk rein und so weiter. Wenn ich das jetzt ablehne, was denkt der Editor von mir? Ja, also man findet man immer wieder die Gutachter. Das hat also nicht geklappt. Es gab verschiedene Boykottaufrufe, auch prominentere in jüngerer Zeit. So richtig verfangen scheinen mir die nicht zu tun. Das heißt also, durch Gegenmacht von Seite der Autoren versuchen, Druck aufzulösen, scheint schwach. Ich hoffe, dass oder sehe auch mit, denke ich, gewisser Freude oder denke, dass es eine richtige Entwicklung ist, dass die Wissenschaft finanzierenden Organisationen, also DFG, Europäische Union, BMBF, Stiftung, stärker dahin gehen müssen, ihre Geldnehmer zu verpflichten, Open Access zu publizieren. Ich sehe, das ist im 8. EU-Rahmenprogramm jetzt schon stärker angelegt. Wir sehen, wir kommen langsam dahin, aber wir sehen auch, es ist ein sehr mühseliger Weg und da kann man noch mehr tun. Denn immer, wenn ich sozusagen selber als Autor schreibe, ich sehe, die Liste wird immer länger, was ich alles ankreuzen muss, was ich alles nicht bin. Ja, also nicht beim Government der United States beschäftigt, nicht vom National Institute of Health gefördert, nicht von irgendwelchen britischen Science-Organisationen gefördert, etc. Das heißt, es gibt immer mehr, die anscheinend Sonderrechte für das Copyright beantworten. DFG steht leider noch nicht auf dieser Liste, DFG gefördert. Das heißt also, wir sind dann noch relativ großzügig im Vergleich zu unseren, insbesondere angelsächsischen Schwesterorganisationen.
Olaf hat mich gesagt, hat mich gebeten, noch ganz kurz was zu Social Media zu sagen. Dabei will ich es dann auch gleich belassen. Mein Eindruck ist, obwohl ich das selber sehr stark nutze, Social Media, dass momentan die Kommunikation in der Wissenschaft selbst von Wissenschaftler zu Wissenschaftler im Social Media Bereich eher noch unterentwickelt ist und keine besonders große Rolle spielt. Es gibt Ökonomen, die sind erfolgreich. Das Paradebeispiel ist Paul Krugman, der auf Twitter, ich weiß nicht, wie viele 10.000 Folger oder 100.000 Folger hat. Und es gibt auch sehr interessante Entwicklungen, wie dieses, das werden einige von Ihnen möglicherweise auch mitbekommen haben, die Debatte über den Artikel von Kenneth Rogoff und Carmen Reinhardt über den Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung und wirtschaftlichem Wachstum und wo es genau die Grenze ab dem Wirtschaft, dem Staatsverschuldung dann doch die Handlungsspielräume so einschränkt, dass wirtschaftliches Wachstum behindert wird. Und das ist auch sehr viel durch Blogs und Internet tatsächlich betrieben worden. Das ist so ein Beispiel, wo tatsächlich mal die Wissenschaft befeuert worden ist durch die Debatte im Internet. Häufig ist es aber momentan noch nicht so. Häufig ist es aber so, dass Blogs und Social Media schon einen Beitrag leisten können zum Wissenstransfer. Vielmehr. Das sehe ich sehr häufig. Es wird auf interessante Artikel verwiesen und da unter den im Bereich von Twitter und Facebook eben auch sehr viele Journalisten unterwegs sind, führt das dazu, dass diese Studien, die dann auch bei Twitter sich schnell verbreiten, auch in den in den großen Medien schneller verbreitet werden und somit auch dort rezipiert werden. In der Ökonomie ist das allerdings momentan noch untergeordnet. Vielleicht verweise ich noch zum Schluss, wir haben auch gefragt, wir hatten neulich eine Umfrage in Kooperation mit der ZBW gemacht und mit anderen Instituten, speziell zur Rolle der Politikberatung in Deutschland von Ökonomen und haben dort auch gefragt, welche Formen der Politikberatung durch Ökonomen schätzen Sie, Gutachten, Anhörungen im Bundestag etc. etc. Und auch zum Social-Media-Bereich und dort war die Aussage recht klar, also in den Ministerien wird Social Media fast gar nicht genutzt, also nur 26% haben gesagt, das ist überhaupt wenigstens etwas hilfreich, 74% haben ganz klar gesagt, das ist überhaupt gar nicht hilfreich. Im Bundestag war es schon anders, bei den MdBs haben immerhin 61% gesagt, das ist immer ein bisschen hilfreich, ja, oder sogar mehr, und nur 39% gesagt, das ist total nutzlos. Also von daher ist da eine gewisse vielleicht Aufholmöglichkeit noch vorhanden. Ich hoffe, das war ein bisschen Food for Thought. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, vielleicht zwei, drei Rückfragen zuzulassen oder Kommentare, Anmerkungen. Ich nehme an, dass da bestimmt der ein oder andere sich da entsprechend äußern mag. Ja, ich glaube, wir haben auch, genau, Herr Fournier, haben auch ein Mikrofon, was noch rumgehen kann. Herzlichen Dank, Herr Haukapp, für den spannenden Einblick. Johannes Fournier von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hatten darauf hingewiesen, dass gerade Fachgesellschaften eine besondere Rolle zukommen können, wenn es um Transformation in den Open Access geht. Ich kenne jetzt in der Tat die Szene in der Ökonomie nicht so gut wie Sie. Sie hatten sich insbesondere bezogen auf neue Zeitschriften. Ich vermute mal, dass es auch eine ganze Reihe von bereits vorhandenen Zeitschriften gibt, die im Besitz von Fachgesellschaften sind und von diesen herausgegeben und produziert werden. Wenn man mit solchen Fachgesellschaften spricht, stellt sich ja oft das Problem einer Finanzierung, die über eine Umstellung zu Open Access möglicherweise nicht mehr so sehr trägt wie in dem bisherigen Modell. Was könnte man in Gesprächen mit solchen Fachgesellschaften als Punkt einer Motivation für eine Transformation hinbringen? Sowohl für bereits vorhandene Zeitschriften, die migriert werden sollen, als auch für neue Zeitschriften, die gegründet werden sollten. Ja, als Ökonom ist das immer eine Sache, Geld. Das ist dann immer leicht die Antwort. Aber letztendlich ist es, also ich weiß es vom Verein für Sozialpolitik, die Zeitschriften sind eben sehr, sehr verbreitet sozusagen. Von daher gibt es zweierlei Probleme. Zum einen hat man möglicherweise das Interesse, damit Geld zu verdienen und möchte das irgendwie ersetzt haben oder zumindest die Kosten und befürchtet, dass das durch ein Open Access Modell dann möglicherweise nicht mehr gewährleistet sein könnte. Also hier die Frage, wie kann man das anders finanzieren? Zum anderen wird gerade witzigerweise bei den Vereinszeitschriften der Open Access Bedarf scheint mir häufiger geringer gesehen, denn es ist ja so, der Verein für Sozialpolitik, also die Deutsche Ökonomenvereinigung, hat ungefähr 3.600 Mitglieder. Das heißt also, jeder akademische Ökonom in Deutschland kriegt die Zeitschrift ohnehin. Ja, sodass die sagen, naja, also alle und also ein ganz, ganz großer Teil der Leser hat zwar keinen Open Access, aber als Teil seiner Vereinsmitgliedschaft Access, sodass mir da zu wenig dann an den Rest der
der möglichen Kunden, also in Politik, Studierenden etc. Möglicherweise gedacht wird. Die Kernfrage scheint mir dann zu sein, wie kann man eine alternative Finanzierung sicherstellen, die Gesellschaft nicht schlechter stellt. Ich verstehe das bei der American Economic Society, kann ich mir vorstellen, dass das Problem sehr schwierig in dem Sinne zu lösen ist, dass wenn die, sagen wir mal, sie würden das nur für Deutschland Open Access stellen, ja, das, weil die DFG sich an der Finanzierung beteiligen würde, dann wäre natürlich sehr schnell die Gefahr, dass das faktisch heißt Open Access auf der ganzen Welt, möglicherweise, sodass dann die Frage der, also wie viel sollten dann die National Science Foundation, wie viel sollte die ANR und so weiter, man müsste wahrscheinlich dann fragen, sozusagen die, wie können sich die großen Wissenschaftsförderungsgesellschaften einigen, um das gemeinsam in irgendeiner Weise zu finanzieren. Ja, gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen? Herr Thomas Hartmann von Max Planck. Ich wollte noch mal nachfragen zu Ihrer Hypothese für Nachwuchswissenschaftler. Da hatten Sie ein ziemlich düsteres Bild gezeichnet, dass die am stärksten unter Druck stehen. Und vielleicht haben Sie noch mal für die Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler eine Idee, wie man aus diesem Druck in den am stärksten verschlossenen Publikationsorten zu publizieren herauskommen kann. Ja, wenn ich das, wenn ich das wüsste, dass ich meine, die Prognose ist düster, wobei ich sagen wir mal, hoffe, dass jeder Nachwuchswissenschaftler irgendwann nicht mehr Nachwuchswissenschaftler ist, sondern diesen etablierten Rang erreicht hat. Aber tatsächlich ist es natürlich so, wenn ich etablierte Wissenschaftler suche, dann kann ich gucken, ob die zitiert worden sind. Beim Nachwuchswissenschaftler ist das ein total schlechtes Kriterium, ja, weil das dauert halt, bis rezipiert wird in vielen Wissenschaften. Und dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Ja, und natürlich sozusagen im Ökonomiebereich, der amerikanische Jobmarkt funktioniert eigentlich ganz gut, dass da Zeitschriftenpublikationen witzigerweise bei Nachwuchswissenschaftlern weniger wichtig sind, sondern sehr viel auf Recommendations Wert gelegt wird auf externe Gutachter, die das beurteilen, sozusagen, die sich die ganze Mühe machen, sich die Papiere dieser Wissenschaftler haargenau anzugucken. Dieses System ist bei uns weitaus weniger verbreitet. Man guckt auch bei Nachwuchswissenschaftlern tatsächlich mehr auf die Publikation und weniger, wir haben nicht dieses dezidiert, diesen sehr organisierten Jobmarkt, den die, also zumindest in der Ökonomie haben wir nicht so einen organisierten Jobmarkt, wie die das in den USA tatsächlich haben, wo zur Allied Science, Social Science Association Conference im Januar ein großer Interviewmarathon ist und das alles sehr stark koordiniert tatsächlich ist und dann auch die Papiere vorgetragen und diskutiert und von Gutachtern bewertet werden. Also ich weiß, dass der Verein für Sozialpolitik im Bereich der Ökonomie versucht, auch in dieses so ein bisschen in dieses amerikanische Modell reinzukommen, sozusagen mehr so einen Jobmarkt tatsächlich zu organisieren. Scheint mal, das scheint sehr schwierig tatsächlich zu sein. Also ich weiß da momentan keine Patentlösung. Unseren Doktoranden sage ich immer, ihr müsst in die guten Journals. Ja, ich kann euch jetzt nichts anderes, alles andere ist fahrlässig in gewisser Weise, wenn ich sage, ihr kommt auch so dran vorbei. Das kann ich denen nicht guten Gewissens raten. Jo, ich denke, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Ich schaue hier gerade mal in die Runde hier vorne in der ersten Reihe. Marc Scheufen vom Institute of Law and Economics hier in Hamburg. Danke zuerst mal für diesen interessanten Vortrag. Sie haben insbesondere auch den Impact Factor angesprochen, der bei Open Access Journals noch eine ganz wesentliche Rolle spielt. Ich habe eine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben, Open Access versus Copyright in Academia, und habe in dem Kontext auch eine Marktanalyse vorgenommen auf der Basis des Impact Factors, wo ganz deutlich wird, dass in manchen Disziplinen eben es Journale gibt, insbesondere Betrieben von PLOS, also Public Library of Science, also PLOS Biology, PLOS One, die eben Impact Faktoren erreichen, die bei 16, 17, 18 liegen. Und im Bereich Ökonomie, und Sie haben es ja auch angesprochen, gibt es 418 Journale, die letztendlich Open Access sind, aber kein einziges, das einen Impact Factor aufweist. Also gibt es da irgendwelche anekdotische Evidenz dafür, warum zum Beispiel PLOS ganz besonders erfolgreich ist und warum es eben in manchen anderen Disziplinen, insbesondere auch der Ökonomie, gar kein Open Access Journal gibt, auf die beispielsweise auch ich als junger Wissenschaftler zurückgreifen kann? Ich weiß es auch nicht so genau, um ehrlich zu sein. Ja, was ich sehe, ist natürlich, dass wir im Bereich der Ökonomie dieses total akzeptierte, die große Akzeptanz haben, dass alles ohnehin Open Access faktisch publiziert wird.
Nicht? Weil ich kenne fast keinen Artikel, den ich nicht als Working Paper finden kann vorher. Ja, und je prominenter die Leute werden, je interessanter die Leute werden, desto wahrscheinlicher ist das, dass sie einfach sich nicht ans Copyright halten. Ja, und ich das auch im Original sogar finde. Ja, und dass diese Leute sagen, was soll ich mit Open Access? Ich mache mein eigenes privates Open Access und störe mich hier an Copyrights. Ja, behindert in gewisser Weise natürlich die Entwicklung von Open Access Journalen, weil die wichtigen Leute sagen, ich brauche es ja gar nicht, ich mache es ja selber die ganze Zeit. Ja, das ist irgendwie, kann man sagen, in gewisser Weise ja schön. Ja, die machen einfach Open Access und wir profitieren alle davon. Aber andererseits behindert das für junge Leute natürlich in gute Open Access Journals zu kommen, weil sich die dadurch nicht entwickeln. Also vielleicht müsste man sagen, man müsste den sehr profilierten, guten Wissenschaftlern das dezidiert untersagen, ihre Sachen Open Access zu stellen. dann leiden wir ganz kurzfristig, ja, aber dann haben die Interesse, Open Access Journals zu gründen. Und mein Verdacht ist auch, weiß nicht, ich weiß es nicht, aber für die Verlage denke ich, nicht, die tolerieren das offensichtlich, dass sie das machen. Und ich denke, das ist auch gar nicht so dumm aus Sicht der Verlage, das zu tolerieren. Einmal, weil man die guten Autoren verliert und andererseits natürlich, weil dadurch auch die Bewegung, Open Access Journals zu gründen, ja, gar nicht so richtig stark wird. Zumindest nicht von großen Ökonomen federführend geleitet wird. Okay, ja, vielen Dank. Vielen Dank, Justus Haukopp, nochmal für die Keynote. Und ja, dann ich denke mal, vielleicht wird die Diskussion auch noch parallel noch weiterlaufen. Wir haben ja sozusagen auch in den sozialen Netzwerken, gerade bei Twitter gestern schon gesehen, dass es da einige Rückmeldungen gab. Vielleicht kann man da auch noch Möglichkeiten geben. Also Justus Haukopp hat auch einen Twitter-Account. Dann kann man vielleicht darüber auch nochmal in Diskussionen treten. Okay, vielen Dank erstmal für die Keynote.